der Windsor-Knoten bzw. der halbe Windsor-Knoten. Der Windsor-Knoten an sich ist ein sehr akkurater, ein sehr schön anzusehender Knoten, weshalb er sich ziemlich gut für festliche Anlässe wie Weihnachten, Hochzeiten oder auch im Geschäftsleben sehr gut eignet. Es gibt ihn in verschiedenen Varianten, als einmal den halben Windsor und den vollen Windsor, aber auch hierbei gibt es verschiedene Variationen noch. Wir kümmern uns um den halben Windsor, den nicht selbstlösenden, und der wird wie folgt gebunden. Ich habe hier parallel selber eine kleine Compilation von Krawattenknoten, an der ich mich auch immer orientiere. Ich versuche das unten in die Videobeschreibung zu packen, ansonsten bei Wikipedia Krawattenknoten eingeben. Ich habe es mir so angewöhnt, vor längerer Zeit, kurzes Ende bei der Krawatte rechts, langes Ende links. In der Regel andersrum, aber spielt soweit keine Rolle. Kurzes Ende rechts, langes Ende links. Es gibt eine Markierung an der Krawatte, die ungefähr die Hälfte anzeigt, also die Hälfte der Länge der Krawatte, das ist hier. Und an der Stelle sollte das lange Ende über das kurze gelegt werden. Das ist so der Fixpunkt. Von links nach rechts, sodass das lange Ende auf der rechten Seite liegt. Wenn die Beschreibungen jetzt im Allgemeinen ein bisschen langsamer sind, das war im letzten Video so gewünscht bzw. wurde für gut befunden, weil man es dann gut nebenher nachmachen kann. Wir sind an dieser Stelle langes Ende auf der rechten Seite und nun greifen wir die Krawatte so, Schnäbelchen-Handstellung, und führen sie durch diese Lücke beim Arm von oben links ein. Dann ziehen Sie einmal durch. Ich wiederhole es nochmal. Wir waren an diesem Punkt, haben die Krawatte schnäbelchenmäßig gefasst mit der rechten Hand und führen sie einmal von unten hier durch. Jetzt schon mal ein bisschen festzurren. Wir wollen, dass der Knoten nachher schön wird und nicht so dick. Man kann es jetzt schon erahnen. Hier spielt es sich nachher ab. Wenn wir nun die Krawatte durch diese Schlaufe gelegt, hoppla, muss ich schauen, dass ich nicht zu weit gemacht habe. Genau. Durch diese Schlaufe gelegt haben, befindet sie sich eigentlich auf der linken Seite. Wir sorgen aber wieder dafür, dass sie sich nach rechts am Körper bewegt, greifen Sie hier mit der rechten Hand und legen Sie von rechts nach links über diese Stelle, die wir die ganze Zeit mit unserer linken Hand fixieren. Jetzt liegt die Krawatte auf unserem linken Arm. Hier können wir dann mit der rechten Hand wieder durch diese Schlaufe greifen. Durch diese Lücke greifen und uns die Krawatte vor den Körper holen. Und ab dem Punkt ist relativ einfach. Jetzt hat man schon was, was nach Krawattenknoten aussieht. Man holt die Krawatte von unten durch diese Lücke nach oben durch. Hat dann hier eine entstandene Schlaufe und durch die wird dann die Krawatte gesteckt. Mit links das kurze Ende halten, mit rechts die Krawatte festzurren auf die gewünschte Form, gewünschte Größe, das wäre in meinem Fall so. Dann mit links festhalten und mit rechts bewegen den Knoten. Den kann man so packen und bewegen. Knopf spare ich mir jetzt und schieben es nach oben. Dann nicht vergessen, hinten noch durch die kleine Schlaufe das kurze Ende. Kragen runter. Und fertig ist der halbe Windsor-Knoten. Ich hoffe, mit dieser Beschreibung hattet ihr Erfolg. Wie gesagt, es war extra ein bisschen langsamer, damit man da auch gut mitkommt. Wenn euch dieses Video was gebracht hat, wenn ihr den Knoten erfolgreich hinbekommen habt,
Wenn ihr auch in Zukunft weitere Knoten beigebracht bekommen wollt, und zwar so, dass man sie auch wirklich erlernen kann und nicht 100 Mal zurückspulen muss, dann würde ich mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst und den Kanal abonnierst, um auf dem Laufenden zu bleiben. Da kommen jetzt in nächster Zeit mehr Videos. Da kam jetzt 5 Jahre lang gar nichts. Jetzt folgen Sie. Bis zum nächsten Video. Bye bye und ciao.